Weiter geht's mit City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute machen wir eine besondere Folge, denn wir machen mal wieder eine sogenannte Optimierungsfolge. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß! Also Optimierungsfolgen mache ich halt immer an bestimmten Punkten von Einwohnerzahlen her. Jetzt haben wir keine besondere Einwohnerzahlgrenze erreicht. Wir haben jetzt 28.792, also knapp 29.000. Und theoretisch wäre das so bei 30.000, könnte man das machen. Bei Optimierungsfolgen gehe ich halt immer oben durch bei diesem Ding und gucke mir alles an und gucke, wo es noch optimiert werden kann. Gerade auch, mit Bahnen, U-Bahnen, eventuell muss man die wieder upgraden, je nachdem, was man oder wie viele damit fahren. So, wir gehen einmal durch. Strom haben wir genug, haben wir letztes Mal gemacht. Wasser ist auch alles okay, das ist ja hier vorne in dem Bereich. Richtig gut, läuft alles. Und ich habe natürlich auch noch eingestellt, dass Strom über Straßen verwendet oder geht. Das sieht man ganz gut hier dran. Deswegen, wie ich das gemacht habe, könnt ihr nochmal in der letzten Folge sehen. Das geht mit der 81-Teils-Mod. So, Müllstatus sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Und wir gucken uns die Gebäude auch ein bisschen an, ob die halt dunkel sind. Hier ist, sage ich mal, der Müllstatus noch ein bisschen... Ja, also da müssen die Leute mal ein bisschen länger warten, bis der Müll abgeholt wird, aber es geht. Weil liegt hauptsächlich daran, wegen den Straßen, wie die zu erreichen sind. Weil wenn man mal ganz kurz guckt, man muss hier reinfahren, bis zum Ende fahren. Und deswegen sind die hier hinten halt meistens nicht so gut erreichbar. Ich meine, hier sind auch ein paar Häuser noch an den Hauptstraßen. Aber deswegen, und ich sehe gerade, realistisches Parken aktivieren ist echt sehr voll, ne? Aber ist halt realistisch, wahrscheinlich. Okay, wir lassen das erstmal so. Weiter geht's. Bildung. Das ist auch immer sehr interessant. Da muss man halt immer ein bisschen gucken. Das Gebiet haben wir neu gebaut. Da sollte ich vielleicht schon mal die ein oder andere Grundschule setzen. Einfach, damit wir da schon welche haben. Ich pack mal da eine hin und... Na, ruhig hier an der Ecke noch eine hin. Klar, könnte das jetzt zu viel sein, aber wenn dann nachher die ganzen Häuser noch stehen, ist das ehrlich gesagt viel zu wenig. Oberschule an der Stelle machen wir hier bei dem Bahnhof hin, weil da sind sowieso immer relativ viele Leute. Dann haben wir das auch mal. Jetzt gleich haben wir voll Minus, ne? So, Oberschule läuft. Universität ist immer noch maximal. Wir haben 5000 Bürger, die berechtigt sind. Und ich glaube, wir haben eine Universität, ne? Die hier vorne. Cool. So, Bibliotheken. Bibliotheken lohnen sich auch so krass, ne? Warte mal, wollte ich die nicht wegmachen? Fällt mir gerade mal ein, weil die kaum Einzugsgebiet hat. Die hat halt ganz wenig Einzuggebiet, weil hier kaum Wohngebiete sind. Die hat sich eher gelohnt. Also packen wir die Bibliothek lieber weg. Ich weiß, jetzt sind die alle traurig an der Stelle. Und machen da jetzt... Ja, eigentlich noch ein paar Bürogebäude hin, ne? Warte, bis auf da und da. So. Bürogebäude stehen. Hier vorne wäre noch eine Bibliothek geil. Auch wenn die Häuser, glaube ich, schon maximal... Ne, die haben noch gar nicht maximale Stufe. Okay. Bibliothek an der Stelle. Wenn überhaupt. Dann hier auf oder... Ne, das ist blöd. Muss ja mittendrin sein, damit sich das lohnt. Achtet drauf. Bibliothek an der Stelle. Also eigentlich lohnt sich das hier so in dem... Hier, guck mal, wie geil einfach. Ich weiß, da mussten jetzt voll viele ausziehen, aber das lohnt sich, das lohnt sich. Ah ne, warte mal, hier machen wir das hin. So, da können die Leute einmal rüberlaufen, genauso wie hier. Und die Bibliothek, da passt eigentlich auch ganz gut hin. So. Und normalerweise, wenn man jetzt näher dran geht, achte mal drauf, hört mal. Nix. Normalerweise graden die dann immer relativ schnell ab. Ah, doch, hier, da, hab das Ding nicht gehört. Also passt. Da war wieder einer, hier wieder zwei Häuser. Bibliotheken bringt's manchmal. So, da haben wir jetzt eine mittendrin. Da könnte man auch noch irgendwo eine verbauen. Wenn wir nicht zu viel an der Stelle kaputt machen, vielleicht... Na, hier wäre, glaube ich. Nicht zu viel kaputt machen, alle Häuser weg. Hier, Achtung. Ja, das ist schon viel. Aber habt ihr gesehen, von rot auf ein bisschen heller. Aber was wir machen werden, sind hier die Gebäude weg. Genauso wie da, da und ja. So, da kommen nachher ein bisschen Grünzeug hin. Bibliothek ist, habe ich das weggerissen. Okay, wir haben bald weniger Einwohner. Okay, lassen wir das. Weiter geht's. Also Bildung ist jetzt okay. Bürgerzufriedenheit, Gewerbegebiet, Bürozufriedenheit. Oh, der ist ja mal gar nicht zufrieden. Was hat er denn? Da steht gebildeter Arbeiter 1, hochgebildet. Warum der nicht zufrieden ist, weiß ich gar nicht. Man kann es nicht erkennen. Aber es gibt auch Modifikationen, wo das Ganze ein bisschen besser steht. So, Gesundheitswesen. Hier muss nachher noch ein Krankenhaus hin oder so. Das lassen wir jetzt mal. Und ich gucke gerade, warum denn diese Häuserreihe...
so schreit. Weil da ist ein Krankenhaus. Wir müssen vielleicht mal gucken, eventuell, weil hier zu laut ist an der... Alter, realistisches Parken ist super. Da sind so viele Autos plötzlich. Warum? Aber bestimmt, weil hier Stau ist und so, ne? Das kann sein. So, Bestattungswesen. Bestattungswesen ist eigentlich auch ganz gut, ne? Das kann sein, weil da Stau ist, fährt da nicht sonderlich schnell immer ein Krankenwagen her und deswegen sind die halt dunkler, die Häuser. Das ist es. Lösung gefunden. Bestattungswesen war hier. Wir brauchen noch ein paar Verbrenner. Ich finde Sachen, die sich alleine erledigen, viel cooler als Sachen, die volllaufen, wie zum Beispiel eine Mülldeponie oder aber auch ein Friedhof. Es müsste so sein bei Friedhöfe, gibt es wahrscheinlich auch eine Mod, dass die sich füllen und am Ende wieder leeren. Das wäre doch einfach super gut, oder? Also so wie in echt, dass da so ein Zyklus drauf ist. So, keine Ahnung, alle 20 Jahre refresht sich der Friedhof. Das wäre auf jeden Fall geil. So. Der passt an der Stelle schon mal ganz gut dahin. Hier vorne könnte später noch einer hin, damit hier auch der letzte Zipfel voll ist. Aber an sich ist da jetzt schon mal gut, dass da so ein Ding steht. Und da ist noch eins hier vorne. Das ist bestimmt wegen dem Stau. Mann, jetzt ist da kein Stau mehr, ne? Wo ist das Problem? Gebäude in dicht besiedeltem Wohngebiet. Ist bestimmt, weil die Straße so laut ist. Da kommen wir gleich zu. Okay, wir haben Gesundheitswesen, Bestattungswesen, Kinderbetreuung, Altersheim. Altersheim und so haben wir eh gar nicht drin, weil ich die immer oder die lasse ich meistens außen vor. Vielleicht bauen wir mal zwischendurch mal eins, aber das bauen wir jetzt gerade nicht. Die kam irgendwann mal dazwischen rein, glaube ich. Ich glaube, das war irgendwie von Sunset Harbor Update. Und seitdem gab es auch die Sachen im, ja genau, im Normalspiel. Altersheim und Kinderkrankenhaus. Könnte man, wie gesagt, zwischendurch mal eins setzen, aber jetzt nicht unbedingt. Oder Kinderbetreuung, ne? Aber jetzt noch nicht neat. So, da sind die Stufen. Dann haben wir den Wind. Der ist auch komplett irrelevant. Dann Verkehrsfluss. Richtig schlecht. 80% ist gut. 80% können wir lassen. Hier ist natürlich sehr voll, wie man sehen kann. Aber mir fällt gerade auf. Warum sind die Gebäude denn rot? Sind es die Fahrzeuge von den Gebäuden? Ist das neu? Ich glaube nicht, ne? Es wird erst mal aufgefallen, dass auch die Gebäude eine Farbe haben. Weil an sich geht der Verkehrsfluss. Ich meine, klar, hier sind natürlich ein paar Kreuzungen drin, die alle ein bisschen schwieriger oder wo ein bisschen mehr los ist. Aber das ändern wir jetzt gleich, wenn wir in den Verkehrssektor kommen. Hier ist noch die Verschmutzung, die geht sogar noch einigermaßen. Dann, also in den Nahverkehrsbereich. Und hier dachte ich mir, hier sind doch die sehr dunklen Gebäude. Ich werde jetzt Folgendes machen. Wir werden die Straße ändern. Damals war es so, Straßen mit Bäumen sind da schon drin. Cool. Ich wollte gerade sagen, Straßen mit Bäumen sind ruhiger als andere. Aber die sind da schon, wie gesagt, vorhanden. Oder war das überhaupt die Straße? Na, einmal ganz kurz gucken. Das war bei Gesundheit. Ah doch, das war die Straße. Ah ne, gar nicht. Die Straße war es. Und da sind keine Bäume drauf, ne? Warte, nochmal ganz kurz gucken. Gesundheit. Ja, die ist es. Da machen wir da wirklich Straßen mit Bäumen hin. Die sollen halt ein bisschen was schlucken. So, zweispurige Straße mit Baummittelstreifen und Fahrradwegen. Baummittelstreifen und Fahrradwegen. Machen wir mal dahin. Wobei zwei Bäume besser sind als ein Baum, ne? Und guck mal, die ganzen Partnerleute sind weg. Und alle freuen sich, dass es hier Bäume gibt jetzt. Krass, wie das ja updated wurde, ne? Aber hier hätte ich gerne mehr Spuren. Einmal Abbiegespuren und einmal die normalen. Seit dem letzten Update gibt es jetzt von Haus aus vierspurige Straßen, die schmal sind. Was ich sehr, sehr cool finde. Und gerade bei so engen Stellen könnte man die gut einbauen. Weil dann hat man immer eine gesonderte Linksabbiegerspur und eine geradeaus und rechts. So, das muss ich jetzt so ein bisschen einpendeln, aber das lassen wir an der Stelle. Und hier machen wir die auch nochmal hin. Dann hat man das Ganze ein bisschen aufgeteilt. So. Gucken wir mal, ob das überhaupt was bringt. Ah, guck mal. Ein paar braune Gebäude sind weg. Die sind jetzt dunkelgrün geworden. Top. Lassen wir aber weiterlaufen. Wir machen mal schneller. Na, ja, doch. Dunkelgrün, dunkelgrün. Hat ein bisschen was gebracht auf jeden Fall. Nicht viel, aber ein bisschen. So, Lärmbelästigung ist halt immer noch super stark, ne? Da, wo viele Leute sind, viele Autos sind, ist halt maximale Lärmbelästigung. So, Feuersicherheit, die fehlt, glaube ich, ganz massiv.
Gerade hier in den äußeren Randbezirken oder auch hier, hier ist ja mal gar keine Feuersicherheit. WTF? Kein Wunder, dass die sich hier nicht upgraden. Machen wir das neben der Bibliothek. Deckt, glaube ich, sehr, sehr viel ab. Boah, das ist aber richtig viel gewesen. Und hier gibt es da eine Feuerwache, aber hier nicht. Das heißt, wir machen hier noch eine hin. Geht bis hier rein und hier machen wir nur eine kleine rein, damit hier der Bereich so ein bisschen abgedeckt ist. So eine freiwillige Feuerwehr, das ist gut. Jo, das ist auch okay. Hier fehlt sowieso noch alles an Servicegebäuden. Machen wir mal dahin, dann können die auch rausfahren und rechts, links fahren. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, das dazu. Kriminalitätsstatistiken haben wir jetzt noch. Hier hinten ist natürlich auch sehr mager die Verfügbarkeit. Da ist auch nur eine kleine, da ist eine kleine. Wir sollten hier auf jeden Fall noch eine große irgendwo einbauen, irgendwo hier in der Mitte. Vielleicht ja hier. Wir haben natürlich noch eine größere. Ah, das ist Feuerwehrhaus, ne? Ne, das meinte ich gar nicht. Wir sind doch gerade bei Kriminalität, du. Großes Polizeihauptquartier, das ist aber richtig teuer, ne? Aber die Range ist schon gut, aber das ist, glaube ich, gut. 1600. Ah, da sind halt 40 Streifenwagen drin, ne? Aber das ist halt nur Randgebiet. So, das geht so durch. Hier kommt nachher noch einer hin, dann ist der Rest noch abgedeckt. Oder können wir auch jetzt machen? Ist nur teuer im... guckt mal, unser Geld. Deswegen Priorität der nächsten Folgen ist einfach Einwohner ballern. Wir sind jetzt in den letzten Tagen sehr haben viel stagniert. Oder weil keine Wohngebiete gebaut wurden, außer das kleine hier. Und deswegen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal raushauen. Ohne Ende. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich der Nahverkehr. Damit machen wir auch ein bisschen Geräuschreduzierung. Weil, wenn wir jetzt hergehen, guck mal, unsere Stadt gradet sich gerade komplett ab. Wenn wir jetzt hergehen und erhöhen die Kapazität unseres Nahverkehrs, umso weniger fahren wir dann mit dem Auto. Jetzt achte mal drauf. Buslinien. Da ist... Ich guck gerade mal. 70 Leute. Können aber nicht alle mitgenommen werden. Ich mach mal einen Bus mehr. 7. Nächste Linie. Da machen wir auch einen Bus mehr, obwohl... Ich guck mal eben, ob das passt. Ja, passt ungefähr. Einer blieb stehen. Also es steigen immer welche ein und aus. Deswegen da immer ganz kurz abwarten, bis die Linie da ankommt, wo sie hin soll. Jetzt wird's interessant. Linienübersicht. So, das passt. Nächstes. Ah, fast schon zu viel. Nächstes. Da fährt einer. Cool. Nächstes. Auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt kommt die interessanteste Linie. Da habe ich sogar schon upgegradet. Ah, schade. Jetzt haben wir gar nicht so viel gemacht. Ne? Das haben wir letztes Mal, glaube ich, gemacht schon. Wir erhöhen aber auf 10. Schlaues Management guckt nach vorne. Ne? Da kommen bestimmt noch mehr rein. So, das haben wir fertig. Züge ist auch so. Weißt du, dafür zahlen wir 12.000 pro Woche. Also das hier plus minus 12.000. Nur für Züge und Zugschienen. Aber schön finde ich es trotzdem. Dass wir so viele Schienen haben und so Züge, die überall rumdüsen. Aber wird halt nicht benutzt. Aber ist klar, wenn wir parallel dazu halt immer U-Bahn haben, dann nehmen die Leute halt die U-Bahn, weil die schneller ist und öfter fährt. So, weiter geht's. Linienübersicht. Mehr haben wir gar nicht. Und ich dachte, wird voll geil. Oh, warte mal, eine Wanderroute. Wir müssen mal eine Wanderroute hier oben reinbauen. Können wir da eine Wanderroute reinbauen? Warte, können wir das jetzt machen? Ah ja, kaum Sehenswürdigkeiten. Ah doch, ein paar Sehenswürdigkeiten sind da. Warte. Wandertour Start. Linien zufügen, Alter. Einmal halten wir da. Voll gut. Da. Gehen die dann zurück oder was machen die? Ah ja, da halten wir. Da halten wir. Und wie lange wandert ihr immer? Ja, so 4 Stunden. Dann gucken wir uns alle Zeltplätze an. Voll geil. Da oben. Und wo geht's zurück? Haltestelle der Tour. Und dann gehen wir hier lang und beenden die Tour. Krass.
Wobei hier ist es, glaube ich, auch gelohnt, ne? Warte, nochmal hier runter. So, da fangen wir an. Voll geil. Wandert jetzt. Aber man kann auch Wandertouren durch die Stadt machen, ne? Guck mal, hier ist ja alles lila. Okay, wir haben unsere erste Wandertour. Depot für Sightseeing-Busse. Aber das ist eine Wandertour, ne? Ja, ja, genau. Wollte ich schon sagen. Hui, hui, hui. Da, guck mal. Ist das eine Wandertruppe jetzt? Nee. Warum blinkt das? Ist das... Ich hab das noch nie gebaut. Achso, das sind die Stops für die Wandertour. Ja, lass mal erstmal stehen. Wir gucken, was passiert. Haltestellen zu verlegen, ziehen, Warnung, lange Touren haben weniger Anreiz. Oh. Was sagt er jetzt? Haltestellen 11. Oh Mann, okay, nochmal weg. Ja, löscht die wirklich. Optimierungsfolge wird zu Wandertourfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Wandertour läuft. Ach guck mal, die hat jetzt auch gar kein, kein Problem. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt auch noch eine. Wofür startet die hier unten? Die geht dann hier hoch. Da runter. Dann wieder hier hin. Und dahin. Okay, wir haben zwei super langweilige Wandertouren. Also die ist super langweilig. Die andere geht einigermaßen. Lassen wir stehen. Wir haben eine Wandertour. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das noch nahezu noch nie gebaut. Das haben wir. Genau, da läuft's. Transport, Bevölkerung, brauchen wir nichts machen. Ausgehende Verbindung ist auch irrelevant. Bodenrichtwerte kann man erhöhen durch Parks und Plätze und sowas. Naturrohstoffe ist gerade auch interessant, uninteressant. Hier ist auch super viel los, ne? Schon fast zu viel an der Stelle. Dann haben wir noch Naturrohstoffe. Bereiche. Freizeit, Parks und Plätze, das ist wichtig. Richtig und wichtig. Hier fehlt es eindeutig an Parks. Oh, das ist gut, dass wir die vorher setzen, ne? Mhm. Großer Spielplatz. Direkt neben der Schule. Aber wie blöd. Warum ist das denn genau ein Feld größer als alles, was da reinpasst? Das gefällt mir nicht. Ne, machen wir hier vorne hin. Großer Spielplatz. Hier kommt dann noch ein... Wie nennt sich das? Das habe ich auch relativ oft gebaut, ne? Botanischer Garten. Guck mal, das ist schon mal alles sexy. Hier fehlt es noch an, ja, eigentlich an Parkplätzen oder so. Können wir dann neben einen Parkplatz bauen? So. Gut aus. Bisschen heller geworden. Hier, der Randbereich ist noch sehr arm, was Freizeit angeht. Kleiner Park. Da können wir aber auch einen großen Park hinmachen, oder? Hier. Am Ende der Straße mit einem riesigen Park. Und hier noch ein Karussell. Klasse. Dann haben wir hier, sind das Wohngebiete. Das sind Wohngebiete, ne? Dann machen wir hier nochmal einen Park hin. So groß wie die ganzen Wohngebiete. Top. Und hier fehlt es auch noch ganz eindeutig. Eine Hüpfburg. Oh Mann, ey. Was mache ich denn da weg? Ist da noch ein... Ah ne, da mache ich die andere Seite auch noch weg. Hm, das ist schön klein und handlich. Da mache ich nur eins kaputt. Und zwar das Gebäude. Der war gut. Ich meine, alles eliminieren ist schwierig, aber ein bisschen ist auf jeden Fall cool. Und da noch rein und dann müssen wir eigentlich alles so ein bisschen optimiert haben. Und so viel an Wohngebieten bzw. an Einwohner kam jetzt gar nicht dazu, ne? Also klar, wir haben jetzt auch ein paar Häuser weggemacht. Wir haben auf schnell gestellt, wir haben ein bisschen den Nahverkehr gemacht. Wir haben viele Parks und Plätze gebaut. Was jetzt halt auch wichtig ist, ist, dass hier noch ein paar Wohngebiete reinkommen. Dann kriegen wir sowieso ein paar Einwohner mehr dazu. Wir haben aber die 8000 trotzdem behalten. Wenn wir überlegen, wir haben super viel ausgegeben. Jetzt haben wir über 6000. Gerade auch durch die Polizei und die Feuerwehr und das Krankenhaus. Der Krankenhaus haben wir gar nicht gemacht, ne? Aber das ging halt mega ab, ne? So, was ist das jetzt hier? Geländeerhöhung, Heizung.
Straßeninstandsetzung. Da müssen wir eventuell mal, obwohl das auch fast gut, ne? Hier oben fehlt es noch eindeutig. Da können wir mal ganz kurz Straße nehmen. Ohne Maut. Und hier ist die Straßeninstandsetzung, ne? Straßenmeisterei. Machen wir bis an der Ecke. Die fahren alle Straßen ab und alles, was sie abfahren, kann schneller befahren werden. Oh Mann, was ist denn? Das müssen wir ein bisschen runterziehen. So. Ähnlich wie das. Ja, machen wir so. Ja, das ist noch ein bisschen uncool hier, ne? Die Kante, die jetzt da drin ist. Aber die sieht fast so aus, ob die sein könnte. Wenn man so ein Gebäude gebaut hätte. Einfach ausgegraben, Gebäude rein, fertig. So. Haben wir noch was auf dem Plan? Ich glaube nicht. Verkehrsrouten, da kann man gucken, wo die herfahren. Tourismus ist momentan noch zweitrangig, auch wenn wir ein paar Touristen haben. Da ist unsere Wandertour. 17 pro Woche, nice. Parkpflege, es fehlt noch das Parkpflegegebäude. Und was fehlt noch? Industrie. Industries haben wir gar nicht drin. Ich glaube, das lasse ich diesmal auch raus. Mit den Stufen. Postämter könnte man auch noch vielleicht das eine oder andere bauen. Gerade hier in der Mitte. Das ist dann bei Industrie und bei Post. Hier, guck mal, in der Fußgängerzone. Ah, ne, geht gar nicht in der Fußgängerzone. Muss an der normalen Straße gebaut werden. Dann kommt das dahin. Ein wunderschönes Postamt. Machen wir vorne auch noch hin. Direkt hier neben. Guck mal, das ist schon so am Wuseln hier. Das ist so cool. Eine Postsortieranlage wäre auch noch gut. Fischereibetriebe, Servicepunkte und Finanzdienstleistung. Da ist sie. In dem Bereich haben wir einen erhöhten Steuerbonus. So war das, glaube ich. So, können wir verkaufen. Bestattungswesen vor. Very legit company. 42.000. Verkaufen. Krypto haben wir. Oh. Ich weiß, schlägt gerade aus. Da ist auch noch ein Bug hinter. Wenn wir zu viel Gewinn machen an Krypto, dann ist nicht so gut. Ich könnte 13. Ah, wir können 1.000 holen. Wir holen mal für 3 Millionen. Was man halt so macht, ne? Das war gerade im Aufwind. Aber wir lassen es einfach liegen. Das geht. Die haben wir gerade verkauft. Die lassen. Obwohl, ist auch egal, ne? Wir müssen ja die. Also, wir müssen ja ganz viel verkaufen und kaufen. Und selbst wenn wir verkaufen, wieder kaufen, ist egal, weil wir brauchen das ja. Very legit company. Generische Industrie. Ja, komm, wir kaufen nochmal. Und kaufen auch hier nochmal. Egal. Geht zwar gar nach oben, aber ist. Oh, für 1,7 Millionen. Weil wir müssen ja Investitionsgewinne machen. Ob wir die dann direkt wieder ausgeben in Investitionen, ist komplett egal. Hauptsache, wir verkaufen so viel, dass wir Investitionsgewinne haben. Oh Mann, hätte ich mal kurz gewartet. Ja, ist ja mega im. Alter, ich mache ja gar kein Geld. Mit der Börse. Okay, schaut es euch an. Hier parken überall Leute. Realistisches Parken aktiviert. Hier müssen auf jeden Fall noch Parkplätze hin, damit hier Leute auch Park and Ride machen können. Ne? Parken, auf zur Bahn und raus. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Nächste Mal werden wieder Einwohner geballert. Dann werden wir die 30.000 überschreiten. Jetzt haben wir nur 500 Einwohner gemacht. Das ist eine normale Schwankung. Und wir haben gerade 16.000 plus. Keine Ahnung warum. Und ist manchmal sehr undurchsichtig. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!